Immer wieder werden wir gefragt, wie sich die Wirtschaftskrise jetzt auch wirklich auf den Onlinehandel auswirkt. Und noch ist es sicherlich zu früh, hier eine abschließende Prognose hier auch zu liefern. Wir haben zwei gegenläufige Trends. Auf der einen Seite sorgt die Wirtschaftskrise sicherlich dafür, dass die Konsumzurückhaltung hier auch eintritt. Auf der anderen Seite spricht aber ein Effekt natürlich für den Onlinehandel, nämlich gerade die Frage nach günstigen Preisen zu suchen. Die Preissensibilität der Verbraucher wird erhöht und hier ist das Internet natürlich ein geeigneter Kanal, um sich auf die Suche zu machen nach möglichst günstigen Produkten. Insofern gehen wir davon aus, dass wir hier zwei gegenläufige Effekte haben und insgesamt vermutlich dann auch trotzdem ein Wachstum haben werden für den Onlinehandel. Vielleicht sogar ein stärkeres, als das viele Experten hier auch vermuten. Die ersten Zahlen hier von Online-Retailern sprechen jedenfalls dafür. Im Jahr 2009 erwarten wir als eindeutige Entwicklung eine weitere Professionalisierung des Onlinehandels. Es werden diejenigen hier weiterhin gewinnen an Boden, die das Geschäft professionell betreiben. Es gibt kaum noch Chancen für MeToo-Effekte, die wir hier im Online-Segment haben. Wer erfolgreich sein möchte im Onlinehandel, muss hier wirklich alles da dran setzen, das auch professionell zu machen. Professionell beispielsweise in Form von Produktpräsentationen, Bilder, Zoom-Funktionen, 3D-Animationen, Produktvideos, das sind alles Elemente, die wir hier einsetzen müssen, um den Kunden hier auch entsprechend zu bedienen. Ich denke, Multi-Channel ist auch weiterhin ein ganz wichtiger Punkt, also möglichst versuchen, den Online-Kanal mit bestehenden Kanälen optimal auch zu verzahnen mit geeigneten Auktionen. Die drei wichtigsten Trends im Online-Handel sind eigentlich Professionalisierung, Professionalisierung, Professionalisierung. Das wird sich ganz unterschiedlich hier auch auswirken. Wir werden sehen, dass das Thema Mobile Commerce an Bedeutung gewinnt. Da gibt es einige ganz interessante Aspekte. Wenn wir sehen, dass jetzt schon 1% in den Vereinigten Staaten der Suchanfragen bei Google hier über das iPhone laufen und nach wie vor das iPhone hier ein enormer Treiber jetzt im Bereich des Mobile Commerce ist, gehen wir davon aus, dass das ein Aspekt sein wird. Also zunehmende Angebote für die Nutzer von mobilen Endgeräten, das ist sicherlich ein Punkt. Ob das jetzt tatsächlich in diesem Jahr 2009 schon den durchschlagenden Erfolg bringt, weiß ich nicht. Das wissen auch die Experten, die es für dieses Jahr prognostizieren, nicht, weil das sind die gleichen, die es auch schon 2008, 2007 und 2006 prognostiziert haben. Wir werden darüber hinaus aber auch sehen können, dass wir diesen Multi-Channel-Aspekt noch deutlicher hervortreten haben. Wir werden Marketingaktionen haben über die Kanäle hinweg, Print-Publikationen, die aufs Internet hinweisen, mobile Kampagnen, SMS, die dann ins Internet reinziehen, Internetkampagnen, die dann die Leute in die Ladengeschäfte kriegen sollen. Also da, glaube ich, wird sehr vieles noch stärker zusammenwachsen, als wir es jetzt haben. Und ich glaube insgesamt als Trend, es wird mehr Geld auch damit gemacht in sehr vielen Branchen, bei einigen wenigen, die das wirklich sehr gut und sehr erfolgreich machen. Und leider Gottes für diejenigen, die es eben nicht ganz so intensiv auch betreiben, für die wird es sehr, sehr schwierig sein. Also diese Entwicklung zeichnet sich auch in diesem Jahr schon deutlich ab. Wer nicht die Möglichkeiten hat, wirklich sich intensiv mit diesem Business zu beschäftigen, wird keinen Erfolg haben.